Lieben, ich habe Post bekommen von Etsy. Immer wenn so ein schönes buntes Pufffolien-Dings kommt, dann ist es Etsy. Meistens. Ich habe es schon aufgemacht, verdammt. Aber es ging nicht anders, weil es so gut roch. Hier ist auch ein süßer Aufkleber drauf. Thank you. Reporting my business. Und zwar ist es das Pretty Placer. Und wir holen sie mal alle raus. Yay! Wuhu! Hier haben wir wieder unsere Anleitung, was man damit machen soll. Man kann damit nur Single placen, also einfach setzen. Und man soll ganz leicht damit umgehen, nicht zu hart drücken. Seine Handgelenk entspannen und ganz leicht painten. Das finde ich das Schöne an denen auch, das entspannt mich. Da bin ich nicht so, da muss ich leicht und langsam arbeiten. Also langsam nicht, aber leicht arbeiten. Die kann man spitzen, man soll sie nicht zu oft spitzen. Vor allem, wenn man ein bisschen härter Presser ist, soll man sie nicht zu sehr spitzen. Genau. Und ich habe zugeschlagen. Ja, ich habe es geschafft. Ich guckte da rein aus Zufall und sah, dass gerade neue gerestockt wurden. Und ich dachte, weh, schlag zu. Ich habe keine Ahnung, wie die riechen. Ich habe einfach mal alles geordert, was ich kriegen konnte. Verdammt. Ja, jetzt bin ich versorgt, würde ich mal sagen. So, was haben wir denn? Wir haben Salty Lime, Black Cherry, Sex on the Beach, Shampoo, Toasted Marshmallow, da freue ich mich sehr drauf, Wedding Cake, Lemon Paradise, Sandalwood, freue ich mich auch sehr drauf, Blueberry Cheesecake, Blueberry, überall Blueberry Cheesecake. Hatten wir bei, ich habe das in einer anderen Firma schon gehabt. Walk in the Woods, Bar to Cactus und Pink Sands. Pink Sands kenne ich nur von Yankee Candle. Mal gucken, wie die so riechen. Wer jetzt nicht weiß, was Pretty Placer sind. Pretty Placer sind kleine Wachsstifte, mit denen die duften, mit denen man seine Duels, also seine Steinchen setzen kann. Eignet sich meiner Meinung nach nur für runde Steinchen. Bei eckigen dieses Reinpressen, wenn die nahe sitzen, dieses Reinklicken, ist damit nicht so ideal. Das heißt, ich arbeite mit denen nur mit runden Steinchen und wenn ihr Singleplacer seid, also wenn ihr gerne einfach setzt und nicht so sehr mit dem Multiplacer arbeitet. Ganz besonders ideal sind sie für AB-Steinchen und Straßsteinchen. Darum habe ich immer einen Pretty Placer nebendran legen, selbst wenn ich nicht das ganze Bild mit dem Pretty Placer mache. Es sind einfach Wachsstifte mit beduftetem Wachs. Ich verlinke euch hier mal mein erstes Unboxing von Pretty Placern. So. So sehen die dann aus, die gutsten. Ist alles handgemacht, also auch die Verpackung hier machen die selber. Und auch das hier außenrum. Das ist ein Frauenunternehmen. Und ja, ganz toll. Also ich finde das super, wenn man solche Ideen hat und die dann auch umsetzt. Und dafür ist Etsy halt super geeignet. Kommt aus Amerika. So, das ist Salt Lime und ich rieche es jetzt schon. Ja. Das riecht so ein bisschen wie ein Mojito, würde ich sagen. Oder wie ein Zitronenputzmittel. Also nicht wie ein Klostein. Ja, Lemon halt. Also eher so grüne. Ja, schön frisch für den Sommer. Das ist Nummer 1. Ich packe die hier wieder rein. In der Packung riecht es noch viel, viel doller. Und wenn man hier rein riecht, riecht es wie in einem Teeladen. Nicht wie Lush, sondern tatsächlich wie im Teeladen diesmal. Dann haben wir Black Cherry. Das ist der hier. Und der riecht auch tatsächlich nach dunklen Kirschen, also nicht mandelig. Ich habe immer das bei Duftkerzen. Kommt es manchmal, dass die dann sehr nach Mandel riechen. Das tut der nicht. Der riecht einfach nach schönen, dunklen, süßen Kirschen. Super cool. So. Den haben wir hier. Sex on the Beach. Und das riecht wie ein Sex on the Beach.
Also der Cocktail. Ne? Wow, super. Super cool. Man riecht übrigens beim Painten das tatsächlich und das ist super angenehm. Die lassen sich auch gut anspitzen. Ich habe nur keinen Anspitzer, der richtig passt. Ein normaler Bleistiftanspitzer ist zu dünn. Und ich habe einen für dicke Stifte, der ist aber zu dick. Mit dem arbeite ich gerade so ein bisschen. Ich muss mal gucken, dass ich da nochmal einen mir order bei Amazon, der tatsächlich passt. Wenn ich das habe, dann verlinke ich euch das natürlich. Also Shampoo. Der riecht wie Weichspüler. Ein bisschen männlich riecht er. Ein bisschen nach Aftershave. Weiß nicht, was da drin sein soll. So. Und dann freue ich mich drauf. Weil diesen Geruch mag ich bei Kerzen sehr gerne. Zum Lesen habe ich den sehr gerne. So ein bisschen so Toasted Marshmallow. Ich hoffe jetzt, dass der einfach süß, aber auch nach Lagerfeuer riecht. Das ist er. Oh ja, genau. Er riecht original wie meine Duftkerzen aus dem Bereich. Original wie, wartet mal einen Moment. Oh nein. Ja, der riecht original wie das hier. Wie Bedtime Stories. Gibt auch von Yankee Candle oder so, das ist jetzt von Goose Creek. Diesen Geruch, den mag nicht jeder, weil er tatsächlich ein bisschen nach Lagerfeuer riecht. Im Winter und im Herbst finde ich das aber mega gemütlich. Dieser Lagerfeuergeruch mit so einem süßen Unterton von den Marshmallows. Love it. Oh ja, da freue ich mich drauf. Herrlich. Schön. Spätestens Halloween. Spätestens für mein Oktober-Painting wird der hier benutzt. I love it. Wedding Cake. Auch das scheint im Moment eine Duftrichtung zu sein, die Kerzenmacher und Duftwachsmacher stehen. Ja, sehr süße. Wie süße. Süße Creme, aber der riecht nicht so stark. Okay. Der riecht nicht so stark. Lemon Paradise. Ich habe ja nicht gezeigt, wie diese Spitze sieht so aus. Ne? Na, so. Okay. Der riecht für mich gerade jetzt im Moment gar nicht. Bisschen zitronig, also doch wie so eine Zitronenpuderzuckerglasur. Ja, so riecht der ein bisschen. Ja, das mag ich. Das ist was Schönes für den Sommer. Die Farbe dabei, das ist, macht gute Laune. Ich habe jetzt schon das ein oder andere Painting in den Kopf. Nein, ich möchte sie tatsächlich nacheinander aufbrauchen. Ich habe noch keinen komplett aufgebraucht. Ich weiß, ich bin bescheuert. Sandalwood mag ich in Kerzen sehr, sehr gerne. Ja. Ja, da ist Bernstein drin und Sandelholz. Das mag ich sehr gerne. Es gibt so ein Sandelholz, hat für mich so einen wohlig gemütlichen Duft. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, das riecht wie Wald, sondern gepflegt, gemütlich, eingekuschelt. So riecht es. Oh ja, das mag ich gerne. Das riecht, wie es sich anfühlt, wenn ihr nach dem Duschen oder nach dem Baden mit einem frischen Schlafanzug in ein frisch bezogenes Bett schlüpft. So. Blueberry Cheesecake. Auch das ein Duft, wie gesagt, der momentan sehr beliebt ist, ob bei Kerzen oder bei Duftwachs. Ja. Riecht nicht so extrem wie das Paddywhax in der Duftrichtung. Aber riecht nach Philadelphia,
Frischkäse und Blaubeeren. So gekochten Blaubeeren, also wirklich Blueberry Cheesecake, als wenn ihr die abgekocht habt mit Zucker und die dann drüber gießt. Ja. Blueberry Cheesecake, sehr cool. Den mag ich sehr gerne. So. Ja, das ist so ein Fall von, habe ich bestellt, weil ich einfach mal alle angeklickt habe. Hinterher habe ich dann geguckt, was ich bestellt habe und dachte so, oh, Walk in the Woods. Okay, also Walk in the Woods und es ist sehr grün und ich erwarte Holz, also Waldrohrgeruch oder Nadelwaldgeruch. Ja, Fichten, Fichten, Fichten. Also es riecht so ein bisschen wie ein, ganz leicht wie ein Kiefen, Kiefenlatschenbad, aber auch so wie normaler Wald. Ja, es riecht wie ein Spaziergang in einem Wald, in dem auch Fichtenbäume stehen. Walk in the Woods wäre für mich auch was, glaube ich, für vielleicht ein Landschaftsbild, wo Wald dabei ist, oder mit Toasted Marshmallow zu Halloween. Im Moment nicht so. So, Baja Kaktus. Keine Ahnung, wonach das riechen soll. Okay, das riecht frisch. Das riecht so ein bisschen nach Tropen. Und Salzwasser. Und Cocktails. Also ich weiß nicht warum, aber das lässt mich an Urlaub denken. Irgendwo an einem Strand. Es riecht nicht nach Sand oder so, aber es riecht. Nach Palmblättern. Das ist cool. Das ist voll der Sommerduft. Schön leicht. Also nicht zu. Die sind hier super aufdringlich, auch beim Painten. Man kriegt den Geruch so ein bisschen in die Nase. Aber man wird nicht von diesem Geruch erschlagen und das mag ich sehr gerne. Und dann haben wir noch Pink Sands, die Duftkerze von Yankee Candle oder Goose Creek, die es dazu gibt. Die mag ich sehr gerne. Und jetzt gucken wir mal, ob das in die Richtung riecht. Ist ein frischer Duft, aber geht in die Richtung. Aber mehr fruchtig. Ich weiß nicht, nach welcher Frucht. Also das riecht nach Frucht, das riecht nach Bernstein. Nach Salzwasser? Nee, nee, nicht Salzwasser. Ja. Also fruchtig, frisch, so eine Mischung. Ich kann das sehr schlecht beschreiben. In manchen dürfen wir nicht schlecht zu so beschreiben. Der ist sehr schön. Der ist echt auch sehr, sehr schön. So, ich würde sagen, ich bin versorgt. Das ist meine aktuelle Pretty Placer-Bestellung. Und ich glaube, ich gucke jetzt erstmal nicht mehr auf die Seite. Ich wollte euch nur noch mal ein paar Düfte vorstellen. Und jetzt ist auch gut. Wenn ihr mehr über die Pretty Placer wissen wollt und mal sehen wollt, wie sich damit Steinchen setzen lassen, dann könnt ihr hier mein Vorstellungs- und erstes Testvideo von Pretty Placern angucken. Bleibt mir bitte gesund, bleibt kreativ und immer total entspannt und wir sehen uns zum nächsten Video hier auf diesem Kanal wieder. Ciao!